Bevor es mit der heutigen Vertonung losgeht, denkt doch bitte daran, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet. Und im Idealfall natürlich auch ein Like hinterlassen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Vertonung. Es war ein Jäger im Wald, der sich nach einem langen Tag der Jagd im tiefsten Dickicht befand. Nach der Dämmerung verlor er seinen Orientierungssinn. Aus diesem Grund beschloss er, so lange in eine Richtung zu laufen, bis er das Dickicht verlassen hatte. Es fühlte sich an wie mehrere Stunden, bis er letztendlich auf einer kleinen Lichtung eine Hütte entdeckte. Nachdem ihm der Grad der Dunkelheit bewusst wurde, traf der Jäger eine Entscheidung. Er wollte versuchen, die Nacht in dieser Hütte zu verbringen. Die Tür war lediglich angelehnt. Niemand befand sich im Inneren. Morgen werde ich es dem Besitzer erklären, dachte sich der Jäger, während er sich aufs Bett fallen ließ. Als er dalag und sich umschaute, bemerkte er überrascht die vielen Porträts, die die Wände schmückten. Alle mit unglaublichem Detail gemalt. Ohne Ausnahme schienen sie auf den Jäger hinunterzustarren. Ihre Gesichtszüge waren von purem Hass zu Fratzen verzerrt. Das Starren erwidernd fühlte sich der Jäger zunehmend unwohler. Angestrengt versuchte er, die vielen hasserfüllten Gesichter auf den Porträts zu ignorieren. So vergrub er sein Gesicht im Kopfkissen und fiel bald darauf in einen unruhigen Schlaf. Am frühen Morgen erhob der Jäger sein Gesicht aus dem Kissen und blinzelte in unerwarteten Sonnenschein. Mit Hilfe des Sonnenlichts entdeckte er, dass in dieser Hütte keine Porträts hingen. Es gab nur Fenster